Hey Freundin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ranch Leben. Ich habe allen. Oh mein Gott, was war das? Oh nein, jetzt habe ich auch diesen Bug mit G-Shade ein bisschen. No, ist ein bisschen verbuggt. Ich glaube, MXCO ist das. Auf jeden Fall, ich habe den beiden neue Klamotten gegeben. Also, das hier ist jetzt nicht neu. Aber sie hat ein neues Outfit. Normales Outfit. Weil ich fand, das passt ganz gut. Und jetzt verbringen die alle ein bisschen Family Time. Er möchte ins Bett, okay. Und er macht gerade Essen. Oh, er hat schon Essen gemacht, schon fertig. Hier zum Essen rufen. Hä? Hallo? Zum Essen rufen. Bevor du ins Bett gehst, musst du noch was essen. Er hat sogar Hunger. Und er ist müde, beides. Und die beiden holen sich bestimmt auch gleich was. Oh, ich hoffe, das hier geht gleich wieder weg. Oh nein, das soll nicht so sein. Nein, 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 nein. Das nervt ja voll. Hä, das hatte ich noch nie. Also so geht's auch jetzt gerade. Nur wenn ich so gucke. Okay. Oh, kleiner Nager, großes Abenteuer. Der Nager Hamster, die hat dir eine Postkarte. Oh mein Gott, Hamsterli. Ich glaube, in den Kommentaren hatte letztes Mal jemand geschrieben, dass wir sie Emmy nennen können. Und das können wir auf jeden Fall machen. Ich will meine Postkarte erst sehen. Wo ist sie? Meine Postkarte? Nein. 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 Auch nicht. Auch nicht. Und ich habe letztes Mal das Thumbnail ja gemacht und dann habe ich das auch noch als Bildchen gemacht und das hängt jetzt auch hier. Weil ich fand das ganz süß mit den neuen Klamotten und so. Und ich benenne die mal eben um hier. Umbenennen. Und zwar zu Emmy. Yay. Ach ja, Haley hat ja eine Midlife-Crisis. Ich habe schon wieder vergessen. Und sie will drei Kunstwerke anfertigen. Ja, das können wir machen. Wir haben ja zum Glück jetzt ein Zimmerchen dafür wieder. Die beiden Mädels essen jetzt was, ich glaube. Ah, er will auch was essen. Okay. Er ist immer noch nicht dabei, das zu essen. Er sucht sich immer noch einen Stuhl aus oder so. Aber gleich hat er es geschafft, Leute. Gleich ist es soweit. Ich wundere mich, ob, wenn ich das jetzt anmache, ob dass dann alles brennt. Weil normalerweise habe ich immer das Glück, dass dann alles anfängt zu brennen. Oh, und wir haben noch nichts im Greenhouse angepflanzt. Das muss ich eigentlich unbedingt noch machen. Das ist so cute. Das kann Heli auf jeden Fall gleich noch machen. Nachdem. Oh, setzt sie sich zu ihrem Bruder? Nee, sie steht einfach und isst. Okay. Nachdem sie das aufgeräumt hat. Oh mein Gott, hier liegen überall so Schalen und so, aber Maggie ist ja gar nicht mehr da. Das ist so traurig, Leute. Aber ich kann einfach gerade keinen neuen Hund oder neue Katze oder so für die haben, weil der nette Herr hier drüben würde das ziemlich anstrengend machen. Ist ein bisschen. Ach, nee, weiß ich nicht. Habe ich keine Lust drauf, wenn er noch ein Kleinkind ist. Aber ich glaube, er ist gar nicht mehr so lange ein Kleinkind. Nur noch einen Tag, Leute. Er hat fast Geburtstag. Und dann können wir auch in Urlaub fahren. Oh mein Gott. Oh, Jamie ist hier. Hey, Jamie, herein bitten. Ach, stimmt. Und ich hatte auch gefragt, ob wir mal eine Folge mit ihm spielen wollen. Ich glaube, darauf hatte keiner eine Antwort. Aber ich mach's einfach, Leute. Ob ihr wollt oder nicht. Ich glaube, wir spielen einfach mal so eine Folge mit ihm, damit er auch seine kleine Familie gründen kann. Das dauert dann nicht so lange wie bei Haley, aber egal. Du wolltest mir ein Geschenk geben, Jamie? Ich warte. Wo ist mein Geschenk? Wo ist. Ah, da kommt's. Mein Geschenk. Ich hoffe, es ist toll. Halleluja. Her damit. Her damit. Danke. Und? Was ist es? Eine Blume für. Oh mein Gott. Jamie, ich liebe dich. Dankeschön. Das ist der beste Bruder der Welt, Leute. Ich brauch wirklich sowas, weil ich ja gerade was einpflanzen wollte. Wie cool. Warte, so. Sampaket öffnen. Dann können wir das direkt einpflanzen. Er kann ein bisschen was mit Dingens machen. Ach, er bringt ihn gerade ins Bett. Oh. Dann kann. Oh nein, ihr Puppenhaus ist schon wieder kaputt. Über kaputt. Oh, sie weint schon wieder. Sie könnte. Oh, sie kennt. Kennt sie Jamie gar nicht? Wartet mal. Wartet mal. Sie kennt Jamie nicht. Bitten beim Fahrradfahren zu helfen. Oh. Freundlich vorstellen, so. Und Haley kann dann in der Zeit mal ihre Blümchen hier einpflanzen. Da muss ich auch nicht immer warten, bis die in der richtigen Zeit sind. So, zwei davon und zwei davon. So, ich hoffe, die haben alle genug Platz da drin. Sonst wäre doof.
Oh nein, ich glaube, die haben keinen Platz hier zum Keimen. Nein, das geht nicht. Och, Menno, warte, dann die hier wenigstens? Alle nicht? Oh mein Gott, ich heule. Dann müssen wir das vielleicht nochmal ein bisschen umsortieren. Ja, ich mache das eben schnell. So, nachdem sie jetzt endlich mal ihren Onkel kennengelernt hat, können die auch mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Und auch nochmal zusammen schaukeln. Oh. Ach, Jamie ist richtig underrated, Leute. Der Arme. Oh. Das funktioniert nicht. Also eine Pflanze hat funktioniert. Oh nee, was ist da los? Okay, zwei haben funktioniert. Die hier auch. Okay, nur die hier nicht. Ja, Hayley ist gut. Das mache ich dann nächstes Mal. Irgendwie gucken. Muss ich noch ein bisschen nach da schieben oder so, dann geht das schon. Aber er verdient auch seine kleine Family. Oh, die Süßen. Falls ihr es nicht wusstet, Leute, ich habe übrigens so ein Family Tree für die gemacht. Auf thesimstree.com. Kann ich euch mal in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr euch den immer angucken, wenn ich den update und so. Wird natürlich etwas dauern, aber vielleicht interessiert euch das ja. So, sind jetzt alle am Schlafen und wir sehen uns dann, würde ich sagen, morgens wieder. Hayley ist gerade wach geworden, weil sie auf Toilette muss. Und auf einmal war hier eine Explosion bei Emmy. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwas macht Emmy hier. Das ist so ein kleines Geheimagentenhamsterchen. Oh mein Gott, ist das süß, wie sie da drin rumrennt. No, wie cute. Die Süße. So, und jetzt ist Riley wach. Und ich habe. Mir ist vorhin schon aufgefallen, dass ich die Rechnungen nicht bezahlt habe, weil wir kein Licht mehr haben. Wie wäre es, wenn ich die dann auch mal bezahle? Hä, kann ich die nicht bezahlen? Als Kind geht das nicht, oder was? Oh mein Gott, sind die Rechnungen riesig. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Ja, sorry, ihr dürft doch nicht mehr kuscheln. Ihr müsst die Rechnungen bezahlen. Wir haben leider keinen Strom. Wasser haben die wohl noch, weil auf Toilette gehen geht. Aber alles andere geht wohl nicht mehr. Okay, und sie muss gleich in die Schule. Ich hoffe, einer von den beiden hat heute frei. Sie nicht. Er auch nicht, nein. Okay, alle müssen arbeiten. Schade, dann müssen die danach den Kuchen backen. Oh, und hier hat sie ihr neues Outfit an. Ich fand das so schön und das passt auch richtig gut zu dem Outfit, was er trägt. Also so farblich her. So eine perfekte Farbkombi. Also weil es beides eigentlich so dieselben Farbtöne sind. Finde ich voll schön. Ist mir egal. genau, okay. So, haben wir wieder Strom? Yay, wir haben wieder Strom. Wie schön. Oh, sie kann ein bisschen staubsaugen, keine Ahnung. Sie braucht ein bisschen Stressabbau oder so. Und da müssen wir auch später noch mit ihr ein bisschen was malen. Aber da müssen wir erstmal den Geburtstag feiern von Noah. Der schläft doch die ganze Zeit. Aber ich will unbedingt, dass er ein Kind wird, diese Folge noch. Das ist so süß. Er kann gleich zur Arbeit gehen. Er hätte auch von zu Hause arbeiten können. Ich bin so dumm. Egal. Frühstück noch eben was. Er muss auch noch auf Toilette. Okay, Riley spielt noch ein bisschen, ja. Ja, sie muss erst in einer Stunde zur Schule. Ja, Hunger hat sie halt auch noch ein bisschen, ne? Und sie muss auf Toilette. Riley, 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 Riley. So, geh mal auf Toilette. Und eventuell können wir noch irgendwas ins Lunchpaket stecken. Aber ich weiß nicht, ob wir noch überhaupt was haben. Und er muss auch noch auf Toilette. Oh ja, aufräumen wäre auch zu viel verlangt, ne? Wartet, ich guck mal, haben wir noch Reste? Sieht nicht so aus. Können wir das öffnen? Öffnen, öffnen. Rico. Wahrscheinlich hat sie es gerade weggeschmissen. Wir haben noch Fleischbällchen, die können die mitnehmen. Ich hoffe, dass. Oh nein, die sind vergammelt. Oh Mann, oh. Dann werfe ich die jetzt weg. Schade. Oh, sie hat einen Wackelzahn. Sie hat einen Wackelzahn. No way. Sie kann mal ihren Zahn rausziehen. Mach mal. Mach mal. Nein, mach mal jetzt. Wir wollen das sehen. Oh ja, in den Föhn setzen. Ja, weg mit dem Zahn. Hat sie jetzt eine Zahnlücke? Sie soll mich angucken. Bitte guck mal. Bitte guck mal. Oh, sie kann nicht lächeln. Oh, jetzt ist sie richtig traurig und ihr tut alles weh. Aber sie kann von zu Hause aus arbeiten. Ja, bitte. Förderantrag einreichen ist unsere Aufgabe. Wie mache ich das am PC? Ja. Okay, ja, das ist ja nicht so viel Arbeit, ne? Das sollten wir schaffen.
Das sollten wir hinkriegen. Und dann können wir mit Noah zu Hause bleiben und seinen Geburtstag feiern. Wenn sie mal was macht. Und wir können auch gleich noch dekorieren, ein bisschen mit Balancen, so das wäre auch süß. Wegen dem neuen, also ja, das neue Partyset ist jetzt auch nicht mehr so neu, aber da sind echt süße Ballons und so drin, das kann man dann immer richtig gut machen. Karriere. Oh mein Gott, wo geht das bitte? Ah! Aha, Förderantrag einreichen, okay. Ist das die Arbeit von zu Hause? Das ist ja dann immer eigentlich nur eine Aufgabe, das geht ja richtig schnell. Obwohl, vielleicht dauert es auch ein bisschen. Oh Gott, ihm geht's richtig schlecht. Oh je, Mini. Okay, Haley macht jetzt den Kuchen und ich habe ja einfach nur so ein paar Ballons platziert, damit es so ein bisschen nach Party aussieht. Aber was will sie machen? Über das? Nein, nicht die ganze Zeit über das Leben nachdenken, oh mein Gott. Ja, es gibt auf jeden Fall gleich Kuchen und dann können wir seinen Geburtstag ein bisschen feiern. Vielleicht können wir auch die Großeltern einladen, die sind auch so selten da. Eigentlich könnten wir das mal machen, dass die dann kommen. Mary, Michael und Jamie können wieder vorbeikommen. Also Jamie war ja schon. Perfekt, der Kuchen ist fertig. Das ging schnell. Oh mein. Sieht er immer so aus, wenn man den mit diesen Dingens macht, mit diesen vorgefertigten Sachen? Nee, jetzt guck mal, jetzt sieht er anders aus. Aber der sah ein bisschen eklig aus, sage ich ehrlich. So, Geburtstagskerzen können wir schon mal hinzufügen. Dann kann er nämlich kein Stück mehr klauen, falls er das vorhatte. Der will die ganze Zeit zu irgendwelchen Pflanzen. Naja, auf jeden Fall, wir laden die mal alle eben ein und dann kann er die Kerzen auspusten. Riley und Jordan, Jordan heißt er doch, nee, Jaden. Sorry. Sind noch arbeiten und in der Schule, aber egal, die können später noch gratulieren, das ist nicht so wichtig. Die Familie ist da. Jamie steht noch vor der Tür, ich weiß nicht. Und die anderen beiden sind oben. Keine Ahnung wieso. Er steht vorm Spiegel. Und wo ist Mary? Ah, beim Kinderbett. Ja, klar. Wenn sie sich da jetzt reinlegt, dann heul ich. Und die beiden pusten jetzt die Kerzen aus. Ich hatte gehofft, dass sie hier irgendwo sind und dann ein bisschen mitfeiern. Aber egal. So, wir können jetzt Kerzen auspusten. Oh. Und jetzt wird er ein Kind, Leute. Oh mein Gott. Einfach sein Geburtstag. Jetzt haben wir zwei Kinder und kein Kleinkind mehr. Wie toll ist das denn bitte? Ein Traum. Ein wahrhafter Traum. Wir haben es geschafft. Ah, schön. Wo bringt sie ihn hin? Hi, Jamie. Wo bringt sie ihn hin? Wo, warum? 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 Anstatt dass sie einfach. Oh mein Gott, sie läuft einmal im Kreis. Ich heule doch. Ernst? Ach so, sie kann dann nicht raus wegen den Ballons oder. Nee, sie ist einfach nur dämlich. Er kann das, ja. Okay. Okay. Oh mein Gott. So, Noah, dann werd mal älter, bitte. Oh Gott, wie lange dauert das, bis er älter wird? Ey, hast du jetzt gleich den besten Platz gefunden? Nee. Ja, doch, hier. Mein Gott, ey. Holy moly, das hat aber lange gedauert. So, was machen wir denn für ihn? Ich glaube, er möchte. Hier, beim Spielen das Kommando übernehmen und er möchte, oder was ist er? Er ist, ich würde sagen, gesellig. Ja, kann er auch schon sein als Kind. Oh. Der braucht auf jeden Fall ein kleines Makeover. Gebe ich ihm dann auf jeden Fall für die nächste Folge. Wir können auch schon mal ein bisschen hier das alles umändern. Er kann mal mit seiner Omi reden. Ich glaube, die kennt sich alle noch gar nicht. Ey, was habe ich die ganze Zeit gemacht mit dieser Familie? Ich habe einfach alles verkackt, was man verkacken kann irgendwie. Eigentlich könnten die gemeinsam jetzt mal Kuchen essen. Aber boah, sie ist so angespannt. Sie hasst alles. Sie hasst gerade alles. Ruf mal alle zum Essen, bitte. Ja, okay, danke. So, kann er jetzt auch was essen und die anderen auch alle? Damit die so ein bisschen wenigstens Partystimmung hier reinbringen. Dass sie auch hier sind. Ich meine, ich hätte auch einfach eine Geburtstagsparty feiern können, aber das ist mir zu anstrengend. Da muss ich ja Dinge erfüllen. Ich wollte einfach nur, dass sie vorbeikommen und ein bisschen jubeln, aber nee. Egal. So, braucht seine Klamotten, ne? Könnt ihr heulen gerade ein bisschen. Ist ja nur sein Schlafoutfit, aber naja. Haley und Jamie sitzen schon da. Mary kommt auch. Oh. Die sitzen alle an einem Tisch. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das für eine Ehre? Wow, zur Feier des Tages. Ja, natürlich sitzt er sich da anstatt da. Egal. Ich bin begeistert. Haley ist zwar schon fertig, aber die können auch noch ein bisschen quatschen. Hier mit allen. Oh nein.
Egal. Sie saßen alle an einem Tisch. Das war schön. Der kurze Moment, den habe ich sehr genossen. So. Oh ne, sie sitzen wieder. Yay. Die sind nur die Plätze getauscht, natürlich. So, die beiden sind wieder zu Hause auch. Können sich beide noch ein Stückchen Kuchen nehmen. Und sich noch zum Tisch mit dazusetzen. Kennt sie ihre Großeltern? Hat sie mal mit denen geredet? Ich heule, wenn nicht. Boah, ich heule heute ganz schön viel. Merkt ihr das? Sie kennt ihn nicht. Ich kann nicht mehr. Hä? Ich bin so. Doch, ihn kennt sie. Okay. Also, mega. Oh, ich liebe auch ihr Outfit, ne, Leute? Also, sorry, aber sie hat so ein cutes Outfit. Ihr geht's auch viel besser als sie, bevor sie in die Schule gegangen ist. Oh, er geht schon. Michael, dein Ernst? Wow. Danke für gar nichts. Vielen Dank. Super. Oh, hey, die ist richtig müde. Ich glaube, die macht ein kleines Nickerchen. Ja. Jamie geht auch schon. No. Aber kennt. Ja, ich glaube, sie geht auch. Aber kennt er die beiden jetzt? Ja, sehr gut. Jamie kennt er noch nicht, aber es ist ein Anfang, würde ich sagen. Oh, guck mal. Da ist ihre Zahnlücke. Ich habe sie nur erwischt, während sie isst. Also, hä? Er ist wieder da. Lol. Sind alle wieder da, oder was? Nee, Jamie ist wirklich weg. Und er ist wieder da. Okay. Oh, Haley muss doch auch jetzt mal ein Gemälde machen. Ihre Midlife Crisis erfordert das. Dann kann sie das jetzt auch endlich mal hier tun. Ja, auf jeden Fall, sie hat eine kleine Zahnlücke. Das ist sehr süß. Und er braucht unbedingt noch ein kleines Makeover. Ich kann nicht mehr. Ich kann es auch nicht oft genug sagen. Aber er kann mal ein bisschen versuchen, hier zu spielen. Das ist bestimmt süß. Hat er direkt schon mal was ausprobiert, wenn er ein Kind ist. Und er muss noch sein Bett hier beanspruchen. Das ist ja noch gar nicht seins, Bett zu weisen. Und ich glaube, Jordan kann es mal wagen. Jaden. Boah, Leute, ich. Sorry. Jemand anders heißt Jordan oder hieß in meiner Not-So-Berry-Family. Deswegen vertausche ich das die ganze Zeit. Er kann mal endlich die Puppenhäuser wieder reparieren. Ich glaube, Rico ist heute gar nicht da, oder? Wie geht's eigentlich meinen eingesperrten Ziegen? Oh, da ist Rico. Okay, sehr gut. Sie kümmert sich immerhin um die beiden. Besser als nichts, ne? Besser als meine Puppenhäuser wieder zu zerstören, Rico, ne? Können die auch eigentlich direkt mal zusammen spielen. Nee, mit Mary. Ja, mit ihrer Oma soll sie spielen. Oh, sie wollte eigentlich was malen, sorry. Egal. Sie muss mit ihrer Oma jetzt Puppen spielen. Das ist leider zu süß. Hoch, ihr beiden. Sie muss hier ein bisschen, wie nennt man das? Bonding-Time verbringen mit ihrer Enkelin. Wieso groß? Großmutter wollte ich sagen, aber sie ist ja die Großmutter. Mann, ich hab's gecheckt, dass die Chrysantheme nicht funktioniert. Und sie kann nicht spielen? Ja, sie will keine Bonding-Time. Sie hasst ihre Enkel anscheinend. Toll, Mary, danke für nix. Mann, oh. Und er hat immer noch sein hässliches Arbeitsoutfit da an. Kann er auch mal umziehen. Ist leider sehr hässlich. So, jetzt zieht er einfach sein normales Outfit jetzt an. Oder ist ihm warm? Ich glaube nicht. So. Das hat er wieder an. Und oha, das hört sich gar nicht so schlecht an, was er da spielt. Also könnte schlimmer sein. Es sind auch einfach nur ein paar Tasten, aber egal. Warum ist sie beschämt? Wie über einen Meilenstein nachgedacht hat. Oh, Jamie. Hey, wie geht's dir? Hä? Wie süß. Willst du mein neues Instagram-Meme sehen? Ich finde Meme sehen. Ich finde es total witzig. Was meinst du? Oh, wie süß. Seit wann gibt's das denn? Hä, wie cool. Das war das erste Mal, dass ich dieses Pop-up bekommen habe. So, sie spielt ein bisschen mit Puppen, er übt noch ein bisschen Klavier und ich glaube, Michael ist jetzt doch. Nee, da steht er. Er steht da einfach ein bisschen. Ah, er guckt ihm zu. Oh, wie süß. Und die beiden verbringen hier ein bisschen Zeit. Hä, das ist ja voll gut. Das ist ja richtig gut. Alter. Haley geht's aber auch gar nicht mehr gut. Nee, überhaupt nicht mehr gut. Sorry, Haley. Ich würde sagen, es war ein relativ erfolgreicher Geburtstag. Also klar, ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben nichts gefeiert, großartig. Aber es hat alles geklappt. Das ist das Beste an der Sache. Das Beste an der Sache ist, dass ich das immer wieder spielen kann. Ich habe die echt vermisst. Ich freue mich. Und ich finde deren neues Haus? Hört sich irgendwie falsch an, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr schön und ich fühle mich hier sehr wohl mit den Sims. Und vor allem die Kinderzimmer finde ich richtig gut.
Und in 9 Tagen wird sie ein Teenager. Habe ich vorhin mal geguckt. Also haben wir noch ein bisschen Zeit mit ihr. Und ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir vielleicht dann in Urlaub. Das wird cool. Ich würde dann an der Stelle aber auch das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye!